Polizeigewalt bleibt einfach ein wichtiges Thema, worüber man reden muss. Oder man dreht einen Spielfilm, so wie es Simon Fischer und Michael Christian, Drehbuchautor von dem Film Maschinenblut, vorhaben. Die beiden sind jetzt bei mir im Studio. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr da seid. Servus. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ihr habt jetzt vor, einen Film zu drehen namens Maschinenblut. Um was soll es in dem Film gehen? Also grundsätzlich handelt der Film von zwei US-amerikanischen Streifenpolizisten, also einem Streifenduo, die zusammen immer unterwegs sind auf ihren Einsätzen. Spielt in einer, ich sag mal, unbenannten amerikanischen Großstadt, auch eher im innerstädtischen Bezirk. Und wir begleiten diese Charaktere, also die fiktiv sind, aber natürlich auf realen Grundlagen grundsätzlich inspiriert sind und auch Inspiration ziehen, begleiten wir bei ihren Einsätzen und auch alles, was so ein bisschen dazugehört in der Polizeiabteilung, und zeigen, wie die Polizisten etwas während der Geschichte verrohen und wie sich das psychisch bei ihnen abzeichnet. Michael, du bist Drehbuchautor. Wie kommt man denn auf so einen Namen Maschinenblut? Das hört sich jetzt ganz schön hart an, oder? Ja, verständlich. Das haben wir auch schon öfter gehört. Etwas martialisch, manchmal auch ein bisschen abschreckend. Wir haben auch schon gehört, es soll sich wie ein Horrorfilm anhören. Das ist das auf keinen Fall. Ich sag's mal so, wenn man ein Zitat aus dem Film hernimmt, in dem der Protagonist mit dem Abteilungsleiter von seiner Polizeistation spricht, dann bekommt er quasi ein Lob dafür, wie er bei seinem letzten Einsatz, der eigentlich relativ traumatisch verlief, den so effizient und maschinell durchgeführt hat. Das ist ja total ungewöhnlich, und ihm wäre es eigentlich am liebsten, wenn das alle so tun. Und da muss er natürlich viel drüber nachdenken. Danke dir, Michael. Gleich hören wir noch ein bisschen mehr über euren Film Maschinenblut. Aber davor gibt es jetzt noch einen Song, nämlich Hillsong mit Who You Say I Am. Um zwei amerikanische Streifenpolizisten gehen, die bei ihren Einsätzen regelmäßig Extremsituationen erleben. Simon, du bist Produzent des Films. Ist dann schon klar, wann die erste Filmklappe fallen wird? Ja, so einen finalen Drehplan, den gibt's. Wir fangen im Juni an, also in den ersten zwei Juniwochen wird gedreht. Wo habt ihr denn vor zu drehen? Also sind die Drehorte schon klar, Simon? Ist ganz verschieden. Also wir drehen tatsächlich sehr regional hier. Wir haben uns ganz, ganz viel Mühe gegeben, eben passende Locations zu finden, die dann auch in diesen amerikanischen Kontext passen. Also wir drehen beispielsweise in Schwabach, wir drehen aber auch Szenen in Ansbach, Nürnberg, Landkreis Roth und so weiter. Und sind glaube ich, ganz coole Sachen auch dabei. Also Schwabach sind so Felsengänge unter der Stadt und so weiter. Gibt es, glaube ich, jede Menge spannende Drehorte. Michael, als Drehbuchautor ist man bestimmt richtig froh, wenn so ein Film dann endlich rauskommt. Ist denn schon klar, wann die Filmpremiere ist? Oh ja, das verstehen wir vollkommen, weil wir haben wirklich sehr lange Produktionszeiten schon bei unseren Kurzfilmen gehabt. Wann er final dann bei uns in den lokalen Kinos erscheinen wird, ist jetzt noch nicht klar. Also, wie gesagt, wir drehen im Juni, danach wird sicherlich einige Monate geschnitten. Ende des Jahres ist dann, soll der Film im Endeffekt im Kino landen. Und wir wollen auf jeden Fall nur ein absolut fertiges Produkt abgeben, mit dem unser gesamtes Team endzufrieden ist und super stolz drauf, weil erst dann möchte man das so einem Zuschauer auch präsentieren, und nur das haben sie auch verdient. So ein Film ist ja relativ teuer. Ihr lebt von den Spendeneinnahmen und auch von Sponsoren. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr den Film oder wollt ihr das umsetzen? Ja, grundsätzlich wollen wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die entweder inhaltlich oder durch den regionalen Aspekt, den wir bei der Produktion dabei haben, interessiert sind, bei uns ein Marketing, ein Sponsoring oder ein Produktplatzierungspaket zu buchen. Ansonsten haben wir eben die Crowdfunding-Kampagne, wo die Leute für das Projekt spenden können, allerdings dafür auch je nach Spendenhöhe einen Obolus erhalten oder auch bei unseren Online-Gewinnspielen mitmachen können. Und ansonsten kleine Förderbeträge von der Gemeinde, aber das stemmt natürlich noch nicht so ein ganzes Filmprojekt. Also bald geht es los mit den ersten Aufnahmen von Maschinenblut. Bleibt gerne up to date auf startnext.com/Maschinenblut. Da sind alle Informationen über euch, da steht auch nochmal drin, wie man euch am besten unterstützen könnt. Und dann drücke ich euch die Daumen, Jungs, dass es bald zu den ersten Aufnahmen kommt.